Trainerwechsel beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Michael Skibbe geht, Christoph Daum kommt. Welche Meinung haben die Gießener zu dieser Personalie? Ich denke mal, dass Christoph Daum auf jeden Fall in Frankfurt Erfolg haben wird. Ist ein erfolgreicher Trainer gewesen, schon immer eigentlich, meiner Meinung nach. Und der kann schon Frankfurt weiterhelfen. Meiner Meinung nach ist der Trainerwechsel sehr angemessen, weil Skibbe hat halt nicht die richtigen Ergebnisse heimgefahren. Und Daum, ja, ich weiß nicht, ob Daum die richtige Wahl ist, aber vielleicht bringt's was auf jeden Fall. Also erstmal die neue Motivation und so. Ja, Daum ist halt eher der Stratege und Skibbe war halt einer, der die jungen Leute mehr einsetzt und eher den Offensivfußball spielt. Aber ich denke, mit Daum wird es auf jeden Fall was werden bei Frankfurt. Ich halte es für recht schwierig. Ich halte Christoph Daum absolut für fähig für diesen Trainerposten. Aber ich halte einfach seine Geschichte mit der Koks-Affäre bei so einer für das falsche Signal. So jemand sollte nicht mit so einer Kokain-Geschichte, sollte nicht so eine Vorbildsfunktion innehaben. Also fachlich absolut okay, aber von der menschlichen Seite her finde ich es die falsche Entscheidung.